Noch ist alles ganz entspannt bei den Koalas im Duisburger Zoo. Die flauschigen Vierbeiner hängen ganz gemütlich in den Ästen und machen ein Nickerchen. Aber was ist das für Musik? Ein Besuch im Zoo. Der Karneval ist im Duisburger Zoo angekommen. Die Prinzencrew um Karnevalsprinz Kai-Uwe den Ersten besucht zuerst das Koala-Haus. Hier werden aber nicht nur die süßen Tiere bestaunt, sondern auch noch richtig was gelernt. Zum Beispiel, welchen Eukalyptus die Koalas am liebsten fressen. Der Blick hinter die Kulissen ist für den Prinzen eine willkommene Abwechslung zu den vielen anderen Terminen. Ja, das ist als Karnevalsprinz nochmal eine andere Angelegenheit. Meine Crew und ich, wir sind ja alles Duisburger, gebürtige Duisburger, und man wird ja dann mit dem Zoo quasi groß und ist natürlich auch oft Gast hier. Aber als Prinz nochmal so eine Sonderführung zu bekommen, macht natürlich nochmal ein bisschen mehr Spaß. Die Koalas sind dann aber doch froh, wieder ihre Ruhe zu haben. Für die ganze Prinzencrew geht es nämlich schon weiter. Nächster Halt, die Seelöwen. Hier freut man sich über den hohen Besuch und zeigt die tollsten Kunststücke. Das Ganze natürlich nicht ohne angemessene Belohnung. Ein Fisch nach dem anderen findet seinen Weg in die hungrigen Mäuler. Vor allem für die kleinen Karnevalisten ist das ein richtiges Highlight. Das war schon mega. Ich glaube, es durfte sonst auch niemand die Robben füttern. Das war einfach klasse. Und es hat auch richtig Spaß gemacht. So ist natürlich schon was ganz Besonderes. Man geht ja nicht alle Tage so als Crew hin. Und dass man dann nochmal alles erklärt bekommt, ist natürlich schon richtig cool. Von den einen Schwimmexperten geht es dann zu den nächsten Wassertieren. Im Delfinarium zeigen die Tümmler, was sie drauf haben. Es wird gesprungen, was das Zeug hält. Kein Kunststück ist den Delfinen zu viel. Da wird dann sogar der ein oder andere Ball ins Publikum geschossen. Die Prinzencrew kommt aber noch einmal davon. Hier hagelt es statt Bällen nur begeisterte Blicke. Wir waren bei der Delfinshow, das hat Spaß gemacht, das war cool mit den Tricks von den Delfinen. Dann waren wir bei den Koalas, aber die durften wir nicht auf den Arm nehmen, aber das ist auch nicht schlimm. Dann sind wir da auch rumgefahren, wir waren auch bei den Robben, die konnten wir auch füttern, und wir waren bei den Pinguinen. So viele Highlights, die Prinz Kai-Uwe der Erste und das Kinderprinzenpaar im Zoo erlebt haben, da rückt schon mal in den Hintergrund, dass Karneval und Zoo, abgesehen von tierischen Kostümen, eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Aber eine große Gemeinsamkeit gibt es. Karneval und Zoo, wir haben gerade schon gesagt, die armen Tiere waren hinter Gittern. Die Karnevalisten auf der anderen Seite, die haben uns so ein bisschen angeguckt, wo kommt ihr denn her? Nein, aber ich denke, der Zoo ist ein Wahrzeichen von Duisburg, genauso wie der Duisburger Karneval nun mal ein Zeichen Duisburgs ist und auch überregional bekannt ist. Und ich denke, da passt der Zoo und der Duisburger Karneval sehr gut zusammen. Und genau das hat der Besuch im Duisburger Zoo gezeigt. Nach dem ereignisreichen Tag kann sich die ganze Prinzencrew aber noch einmal kurz ausruhen. Denn schon am Freitag geht es dann so richtig los mit dem Feiern rund um den Duisburger Karneval. Denn dann zieht sich der Karnevalsprinz die Schlittschuhe an.